Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beteiligung gestalten. Beteiligung gestalten möchte sich mit Strukturen, Möglichkeiten, aber auch mit den Personen hinter Initiativen beschäftigen. Und gleichzeitig ist es natürlich wichtig zu wissen, wie funktioniert etwas? Warum funktioniert etwas besonders gut? Und was ist wichtig, um Beteiligung sichtbar zu machen und erfolgreich umzusetzen? Und wenn wir darüber sprechen wollen, was es braucht, um Beteiligung sichtbar zu machen, dann ist natürlich ein wesentlicher Punkt die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und die hat sich in den letzten Jahren massiv gewandelt. Soziale Medien, aber auch ein Anspruchsdenken der Nutzer, mit beteiligt zu werden, mit den Leuten zu sprechen. Und über dieses Thema Öffentlichkeitsarbeit, naja, da würde sich natürlich anbieten, jemanden zu finden, der in diesem Bereich zu Hause ist, der sich dort wohlfühlt und der eine unglaublich anspruchsvolle Arbeit nachgeht. Ich freue mich, dass heute Frau Kenzowa da ist. Das ist die Stadtsprecherin der Landeshauptstadt Magdeburg. Vielleicht stellen Sie sich noch mal kurz selber vor, was Ihre Aufgaben sind. Ich freue mich auf alle Fälle, dass Sie da sind und mit mir dieses Thema heute angehen. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin die Teamleiterin des Teams für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und gleichzeitig die Pressesprecherin der Landeshauptstadt. Ich bin jetzt in dieser Position seit 4,5 Jahren und mein Team ist in der Zwischenzeit auf insgesamt 10 Mitarbeiter gewachsen. Es gibt ja 3 Säulen, sage ich immer, die wir quasi bearbeiten oder die unsere Aufgaben bilden. Das ist zum einen ja die klassische Pressearbeit. Das heißt, jeder Journalist, der irgendetwas wissen will von der Landeshauptstadt Magdeburg, der meldet sich bei uns, stellt seine Fragen. Wir schauen dann, wer kann da am kompetentesten Antwort geben und bearbeiten dann auch die Antworten, die wir dann von unseren Kollegen bekommen natürlich und bereiten die dann so auf, dass die Journalisten damit auch hoffentlich was anfangen können. Aber genauso, wenn es Interviewwünsche gibt, solche Geschichten, das machen wir. Dazu gehört dann außerdem auch noch, dass wir uns eben um Vor-Ort-Termine kümmern, wir organisieren Pressegespräche, Pressekonferenzen, manchmal auch Fototermine, wo einfach gute Bilder im Vordergrund stehen. Wobei das eigentlich aus meiner Sicht ja schon fast in die Öffentlichkeitsarbeit spielt, ein Feld, was in den letzten Jahren unglaublich gewachsen ist. Also die Ansprüche, die wir selbst auch an die Öffentlichkeitsarbeit haben, aber auch das, was die Bürgerinnen und Bürger uns spiegeln, was sie von guter Öffentlichkeitsarbeit erwarten. Das heißt, wir selber sind dafür verantwortlich, dass alles, was die Stadtverwaltung der Bürgerschaft mitteilen muss und mitteilen möchte, dass das eben auf verschiedenen Wegen auch die Bürger findet. Mhm. Und das heißt, von der klassischen Pressemitteilung, von denen wir ja jede Woche Dutzende herausgeben, dass wir dann schauen, was machen wir damit. Also jede Pressemitteilung wird bei uns auf der Startseite von magdeburg.de verlinkt, beziehungsweise auf bestimmten Unterseiten, auf Portalen. Meistens ist es auch so, dass wir unseren Facebook- und unseren Twitter-Kanal damit bestücken. Öffentlichkeitsarbeit bedeutet aber auch, dass wir zum Beispiel für den Oberbürgermeister einen Videoblog aufgesetzt haben. Das machen wir jetzt im dritten Jahr, wo wir ihm die Gelegenheit geben, bei bestimmten Themen einfach noch mal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Und das ist etwas, was uns auch sehr viel Spaß macht, was aber auch eine völlig neue Facette ist, was es halt vor ein paar Jahren auch noch nicht gab. Und wie gesagt, online ist nicht mehr wegzudenken. Es fließt extrem viel Arbeit, Energie in magdeburg.de, unsere städtische Internetseite. Und alles, was dann eben da dran hängt, sei es Grafiken, Fotobearbeitung. Also das sind alles Dinge, die wir zum allergrößten Teil selber machen. Okay. Und die dritte Säule, die ebenso wichtig ist, weil auch das ist Öffentlichkeitsarbeit. Wir bereiten den Oberbürgermeister vor auf die Termine, die er wahrnimmt. Und das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist es eine A4-Seite, wo steht, Sie müssen dann und dann dort sein, Sie sind an erster Stelle dran oder an zweiter Stelle, vor Ihnen spricht der Minister, nach Ihnen kommt der Verbandsvorsitzende, so und so viele Gäste werden erwartet. Das ist das Setting bis hin zu 15 Seiten Reden, die wir ihm komplett ausformulieren. Es hängt natürlich sehr stark davon ab, was ist der Anlass, in welcher Umgebung findet die Veranstaltung statt und das wird auch von der Pressestelle geleistet, diese Vorbereitung. Genau.
unglaublich umfangreiches und anspruchsvolles Themengebiet oder Themengebiete, die Sie da abarbeiten. Und das ist natürlich, wenn Sie jetzt sagen, in den letzten Jahren hat sich das gewandelt, ist es da auch eine Verschiebung in den Anteilen, die diese Aufgaben einnehmen? Oder ist es eher, dass gleichbleibend jede Säule ein Drittel ausmacht? Oder wie wird es zum Beispiel in den nächsten Jahren aussehen? Das ist eine sehr, also wirklich eine sehr, sehr spannende Frage, der wir uns natürlich auch regelmäßig stellen, weil wir natürlich auch unser Hauptinteresse ist natürlich, dass die Informationen bei den Bürgern ankommen. Natürlich haben wir da als Partner die klassischen Medien an unserer Seite, ja, die natürlich unsere Pressemitteilungen bearbeiten, die daraus Artikel machen, die daraus Beiträge machen, die daraus Interviews dann nochmal nachträglich abfordern und sozusagen durch ihre Medien informieren, also sei es die Tageszeitung, sei es Hörfunk, sei es Fernsehen oder eben auch sehr viele Internetseiten inzwischen. Das heißt, dieser Anteil der Pressearbeit hat sich gar nicht in irgendeiner Form verringert. Mhm. Aber der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ist halt größer geworden. Ja, weil auch wir merken, es hat halt nicht jeder Haushalt in Magdeburg mehr ein Zeitungsabonnement. Ja, es gibt Leute, die aus unterschiedlichsten Gründen vielleicht auch dem klassischen Radio oder auch dem Fernsehprogramm so ein bisschen den Rücken gekehrt haben und sich sagen, nö, wir ziehen uns unsere Informationen eben aus dem Internet, wir schauen auch gar nicht mehr linear Fernsehen, sondern gucken, was die Mediatheken bereithalten oder Streamingdienste. Und da die Nische zu finden und mit den Botschaften auch trotzdem noch durchzudringen, die wir für die Magdeburger auch als wichtig und wissenswert empfinden, das ist natürlich eine Herausforderung. Und deswegen, es hat sich eben vieles verschoben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Wir versuchen klar neue Wege zu gehen, aber wir bedienen natürlich auch ganz klassische Mittel und Wege, zum Beispiel Bürgerversammlung, Einwohnerversammlung. Die finden genauso statt wie vor 10, 20 Jahren. Ja. Also die Interaktion ist zum einen immer noch in der realen Welt findet die statt und gleichzeitig natürlich auch in sozialen Medien, Facebook haben wir jetzt schon erwähnt. Gleichzeitig gibt es neue Kanäle, die bespielt werden können. Wie wichtet man das? Also wie stellt man fest, das ist jetzt ein Kanal, den die Stadt Magdeburg braucht? Ich denke mal, die Entscheidung wird auch aus Ihrer Abteilung mitgetroffen. Vorher muss geprüft werden, was könnte da vielleicht sich für eignen. Wie muss ich mir so eine Sitzung vorstellen, wenn es darum geht, okay, welchen Kanal bespielen wir jetzt? Das ist eher ein laufender Prozess. Okay. Also ich sag mal, die Kanäle, die wir jetzt bespielen, das sind YouTube, Facebook und Twitter. Mhm. Das sind alles Dinge, die schon von meiner Vorgängerin angeschoben wurden. Die ganze Entwicklung ist massiv beschleunigt worden durch das Elbe-Hochwasser 2013, mhm. Weil einfach da der Wunsch nach verlässlichen Aussagen aus der Stadtverwaltung einfach so groß wurde, dass man gar nicht mehr drumherum kam. Und weil eben doch sich gerade bei Facebook auch sozusagen private Gruppen gebildet hatten, war das da eben auch wichtig zu zeigen, übrigens, wir sind der Kanal der Stadt und bei uns, die Informationen, die ihr hier findet, die stimmen auch. Ja, das ist ja immer so, gerade in Krisensituationen ja immer die Aufgabe, Spekulationen, die dann wirklich ins Kraut schießen, einen Riegel vorzuschieben und zu sagen, wir sind die verlässliche Quelle, wir sitzen beim Krisenstab, das, was wir erfahren haben, geben wir euch weiter und das stimmt. So. Wir arbeiten natürlich da auch mit vielen Partnern zusammen, also sind da regelmäßig auch in Abstimmung, zum Beispiel mit den Kollegen von der Polizei, damit es eben in solchen Situationen auch gut klappt. Wir beobachten natürlich, was sich entwickelt und sind auch ständig da im Gespräch auch mit anderen Kommunen. Also ich habe ja das große Glück, dass die Stadt Magdeburg organisiert ist im Deutschen Städtetag und da gibt es auch einmal im Jahr eine Konferenz der städtischen Sprecherinnen und Sprecher. Und da guckt man natürlich auch, wie andere Kommunen in unserer Größenordnung damit arbeiten und welche Erfahrungen die machen. Und ich glaube, Snapchat zum Beispiel, das war eine Geschichte, das haben so, glaube ich, 3, 4 Kollegen mal ausprobiert, aber haben dann festgestellt, dass
das vielleicht doch ein zu junges Medium ist. Also das stand für uns auch zum Beispiel nicht zur Debatte, weil wir haben uns natürlich gefragt, wann kommen Bürger in Kontakt mit Stadt? Ja, wann ist das erste Mal? Das ist wahrscheinlich, wenn man seinen Personalausweis das erste Mal beantragt, aber dann kommen ja meistens die Eltern wahrscheinlich noch mit. Ja. Ja? Und dann wird es halt spannend, wenn es darum geht, ich ziehe vielleicht nach Magdeburg, weil ich hier studiere oder ich mache eine Ausbildung. Braucht es da irgendwas, wo ich mich melden muss? Wo kriege ich die Informationen her? Oder ich will eine Familie gründen, wo kann ich bauen? Ja. Wie sieht es aus mit Kita-Plätzen? Wie sieht es aus mit der Schulversorgung? Und das sind alles Dinge, wo wir dann wirklich auch breit gestreut Informationen dann eben haben und wo uns eben auch ganz viele Kollegen unterstützen und an magdeburg.de mitarbeiten, damit wir eben sagen können, da im Netz, da findet ihr es. Es gibt natürlich Bürger, das dürfen wir immer nicht vergessen, es gibt eben doch Leute, die noch nicht im Netz zu Hause sind. Aber da ist die Landeshauptstadt auch schon ganz lange Jahre beim 115-Verbund mit aktiv. Das ist ja diese kostenlose Service-Nummer, wo man dann in einem Callcenter arbeitet und die Kollegen dann auch anhand von sehr breit gefächerten Informationen gucken, Mensch, wer ist denn jetzt hier der Ansprechpartner für den Bürger, die Bürgerin? Es gibt auch den ganz klassischen Weg, zu uns ins Rathaus zur Bürgerberatung zu kommen. Ja, wir haben eine sehr kompetente Kollegin, die das mit ganz viel Freundlichkeit und Engagement macht. Sie organisiert auch die Sprechstunden beim Oberbürgermeister, sie organisiert auch die Kinder- und Jugendsprechstunden, die auch einmal im Quartal stattfinden. Also für diejenigen, die sagen, das ist mir im Internet alles irgendwie zu anonym, ich möchte noch jemanden haben, mit dem ich mich austauschen kann, für den gibt es natürlich auch Ansprechpartner. Wenn Sie es jetzt angesprochen haben, ich glaube, es ist Frau Ellermann. Ja. Da würden wir hier unten dann einblenden, wie man die erreichen kann. Das ist vielleicht ganz angenehm, wenn man das auch noch mal sieht. Und dass man das dann auch in diesem Bereich nutzen kann. Jetzt wurde ja schon angesprochen, man muss schnell reagieren. Man muss ehrlich, transparent arbeiten. Man muss verlässlich sein. Es gibt natürlich auch ein paar Fallstricke, die ich so beachten muss, wenn ich mit sozialen Medien oder mit Personen interagiere. Vielleicht können wir da noch mal drauf eingehen, was so wichtige Punkte bei Ihrer Arbeit sind, wo man aufpassen muss, auch wie man miteinander spricht, also irgendwelche Regeln vielleicht, die auch für kleinere Vereine, die keine 10 Leute haben, um die Pressearbeit zu machen, wichtig wären. Sag ich mal, für uns unerlässlich ist, dass das Fundament für eine Information, die wir rausgeben, dass die Hand und Fuß hat. So, also wenn wir Entwürfe bekommen für Pressemitteilungen, dann fassen wir die natürlich an. Dann ist für uns wichtig, dass wir dann auch so den typischen Nachrichtenregeln entsprechen, dass also relativ schnell am Anfang klar ist, worum geht's eigentlich, wer macht hier was, warum, wann und wo. Ja, und den Rest erklärt man dann weiter unten. Und dann kann man das eben auch gut und ohne, dass man noch groß was anpassen muss, das eben auf den einzelnen Kanälen verteilen, kann dahin verlinken und hat quasi auch eine Hilfestellung für die Kollegen, die damit später nochmal konfrontiert werden. Nun ist es natürlich so, es gab vor ein paar Jahren ja auch immer noch sehr stark diese Haltung, öffentliche Institutionen sollten vielleicht gar nicht mitmachen bei Social Media, weil so arbeiten die nicht. Und gerade das Netz verlangt halt schnelle Reaktionen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Nutzer, die sich bei uns zu Wort melden über Facebook und auch gerade die sich auch uns über Twitter annähern und uns schreiben, dass denen auch bewusst ist, dass wir jetzt nicht eine Privatperson sind, die einfach aus dem Bauch heraus irgendwie antwortet, sondern dass wir natürlich, wenn der Bürger uns eine Frage stellt, dass wir dann gucken, wer kann uns das beantworten. Und dann schreiben wir rein und sagen, pass auf, wir haben das weitergeleitet, das kann aber einen Moment dauern, sei uns irgendwie nicht böse, wenn das vielleicht auch einen Tag oder zwei dauert. So, und ich glaube, dass wir das bisher wirklich gut auch hinkriegen. Und natürlich entstehen manchmal Debatten, die unerfreulich sind, ja, wo eben auch sehr stark kritisiert wird. Aber solange das in einem angemessenen Ton passiert und sachlich bleibt, ist es ja das, was die Social-Media-Netzwerke ja auch befördern wollen, dass die Leute miteinander in Austausch treten. Und wenn wir merken, dass es jetzt aber
zu schwierig wird und auch vielleicht abdriftet, auch in eine Richtung, die gar nichts mehr mit dem Thema zu tun hat, dann kann man natürlich auf die Netiquette verweisen. Und dann kann man natürlich auch im allerletzten Schluss den Nutzer, die Nutzerin dann sperren. Aber es war bei uns tatsächlich erst einmal nötig und ich hoffe, dass das so bleibt. Ja, und bei, ich sag mal, 4 Jahren, wo Sie da schon die Geschicke im Team leiten, ist das natürlich auch eine gute Zahl. Ich meine, eine ist nicht besonders viel. Und ich glaube, den Leuten ist auch daran gelegen, dass die Sorgen und Nöte einfach gehört werden, dass dann die notwendigen Schlüsse gezogen wurden und dann eine fundierte, tatsächlich auf Fakten basierende Antwort kommt. Und das ist natürlich sehr angenehm, wenn das so von Ihnen auf unterschiedlichen Kanälen bespielt wird. Jetzt haben Sie gesagt, 3 Kanäle sind so die immer gemacht werden. Es sind ja verschiedene Medien, die da auch mitbespielt werden. Twitter bietet ja, zurzeit sind es glaube ich 280 Zeichen, die man machen kann. Bei YouTube sind es eigentlich so Videos, die gemacht werden. Hat sich dann auch der Beruf, den die Leute ausüben bei Ihnen im Team, verändert? Also gibt es da andere Schwerpunktsetzung oder sind es alles Generalisten, die alles können? Oder wie muss ich mir das vorstellen, was das für Leute sind, die bei Ihnen im Team sind? Das sind grundsätzlich erstmal extrem engagierte Leute und ich bin sehr, sehr froh, dass ich dieses Team habe, was ich wirklich immer noch begeistern kann dafür, was sich auch den Herausforderungen stellt. Und die Arbeit hat definitiv zugenommen. Das ist einfach so. Und das aber wirklich allen auch am Herzen liegt, dass wir die Magdeburgerinnen und Magdeburger gut informieren. Also das finde ich sehr gut. Und dass mir das auch gelingt, sie dazu immer wieder regelmäßig zu motivieren, das macht mich halt auch ein Stück weit stolz. Und die Ausgangsvoraussetzungen die liegen gar nicht so weit auseinander. Also wir haben einen sehr starken Germanisten Schwerpunkt bei uns. Ich habe ja auch das Glück, dass wir eine Pressestelle ausbilden. Mhm. Also wir haben derzeit 2 Volontäre und die eben auch sehr stark mithelfen bei der Terminvorbereitung. Das heißt Recherche, Schreiben, auch Pressemitteilungen verfassen, also all das, was so Pressestellenarbeit beinhaltet, das lernen die und sind uns da auch eine große Hilfe. Und wir haben die Grafikabteilung jetzt vergrößern können. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir jetzt eine Kollegin haben, die eben mit dem Schwerpunkt Fotografie macht, auch die Bilder bearbeitet, das Fotoarchiv pflegt und eben wann immer wir Anfragen haben, dass wir selber Fotos zur Verfügung stellen sollen, dass die da eben rucki-zucki dann weiß, was sie da rausgibt. Und ist da eben auch eine große Hilfe, wenn wir von Terminen kommen, dass sie dann selber auch die Bilder bearbeitet, wenn sie sie nicht selber gemacht hat. Und wir haben jetzt seit Februar eine Grafikdesignerstelle. Und das heißt, die Kollegin ist dann wirklich da, Ansprechpartnerin zu sein für alle Ämter, Fachbereiche, wenn es darum geht, Mensch, wir wollen mit einem Flyer auf unsere Arbeit aufmerksam machen oder wir sind ein Kinder- und Jugendhaus, wir wollen ein Sommerfest veranstalten, wir bräuchten mal ein bisschen Hilfe bei einem Plakat oder so, ja. Bis hin, und das ist ihre Hauptaufgabe, zu gucken, dass sich das Otto-Stadt-Design eben durch alle unsere Publikationen durchzieht. Und das heißt, die sind schon wirklich sehr, sehr, sehr speziell auch ausgebildet. Und mein Stellvertreter und ich, wir haben Journalistik studiert. Ich noch Politikwissenschaft dazu. Und ja, also ich habe eine Marketing-Expertin bei mir mit im Team. Wie gesagt, sehr viele Germanistinnen. Eine Kollegin ist von Hause aus Bibliothekswissenschaftlerin. Also schon auch eher, sage ich mal, eine Station für Quereinsteiger. Ja. Aber schon eine fundierte Grundlage. Ich meine, Germanistik, die Leute können schreiben, die können mit der Sprache umgehen, das auch vermitteln. Und das ist natürlich für diese Position ungemein wichtig. Ja. Also eine breite Aufstellung. Das ist natürlich sehr angenehm, wenn Sie sagen, dass sich das auch vergrößert, Spezialisierungen vorgenommen werden, Sie auch viel aus eigener Hand machen können. Das ist ja auch immer sehr angenehm, nicht auf andere angewiesen zu sein in dem Sinne und vielleicht auch die Richtung vorzugeben. Jetzt haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar dieses Corporate Design, also das Otto-Stadt-Kampagne, die Farben, die vorgegeben werden. Das würde natürlich auch für Vereine eine große Rolle spielen, dass man einen Wiedererkennungswert hat. Genau, ja.
Wie lege ich das zum Beispiel fest? Also wie ist es bei der Stadt Magdeburg? Da gibt es ja bestimmte Farben, die vorgegeben werden, die dann bestimmte Werte haben, wenn man das mit irgendwelchen Programmen bearbeitet. Schauen Sie auch bei anderen Abteilungen drüber oder kümmern Sie sich um diese Presseveröffentlichung? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also haben Sie da die Hand drauf oder geben Sie einfach nur ein paar Regeln, Überlegungen vor und die machen das dann schon? Also dieses Otto-Stadt-Design hat die Stadt ja vor 9 Jahren aufgelegt und sich dafür entschieden. Und da gab es damals von der betreuenden Agentur natürlich ein riesengroßes, nicht riesengroßes, aber es gab ein Handbuch, was durchaus sehr, sehr, sehr speziell ist und wirklich viele Dinge auch festlegt. Das heißt, jemand, der aus dem Bereich Grafikdesign kommt, der kann das lesen und weiß sofort Bescheid, was er machen darf und was er nicht machen darf und so weiter. Und es ist schon so, dass laut Dienstanweisung das Controlling bei uns liegt. Mhm. Und wir sind ja jetzt auch personell auch endlich in der Lage, das auch sozusagen noch ein bisschen stärker durchzusetzen und vielleicht auch das allen Kolleginnen noch mal so ein bisschen nahe zu bringen, dass es da jetzt jemanden gibt, der da Hilfestellung gibt und so weiter. Aber genau das ist der Punkt, ne? Also wir wollen jetzt nicht die Kreativität von Kolleginnen und Kollegen untergraben, sondern wir freuen uns ja, wenn jemand sagt, so, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, wir bräuchten mal irgendwie eine neue Broschüre für unsere Einrichtung. Das und das muss unbedingt mit rein. Es wäre schön, wenn die vielleicht so zwischen 20 und 26 Seiten hat. Was können wir tun? Was müssen wir beachten? So, und dann ist das eine wirklich gute Arbeitsgrundlage für meine Mitarbeiterin. Und die setzt sich dann eben mit den Kollegen zusammen und dann schauen sie. Und dann haben beide Seiten eben ein gutes Gefühl. Wir, weil wir haben geguckt, dass wirklich mit dem Otto-Stadt-Design alles hinhaut. Und die Kollegen, dass sie eben wussten, sie sind auf dem richtigen Dampfer und ihre Kreativität wurde quasi gewertschätzt und findet sich eben auch im Endprodukt wieder. Das ist ja auch wichtig, ne? Das sind also wichtige Punkte, die wir auch für andere Vereine, für Institutionen mitnehmen können. Wenn man das mal so zusammenfasst, also es ist wichtig, dass man verbindlich ist. Man sollte vielleicht einen Rahmen schaffen, den die Leute immer wieder erkennen, in allen Präsentationen oder auf allen verschiedenen Kanälen. Man sollte authentisch sein, relativ schnell reagieren können in verschiedenen Situationen. Gibt es so einen Standardspruch, den Sie vielleicht häufiger öfters mal sagen müssen, wie ich schreibe es auf, ich kümmere mich später drum? Oder gibt es da irgendwas, was so vielleicht... Also in Bezug jetzt auf die komplette Arbeit. Dass Sie da irgendwie was haben, mit dem man sicher sein kann, dass die Presse das einem nicht übel nimmt, dass die Leute auch vielleicht ein bisschen beruhigt sind und dass man da vielleicht irgendwas hat. Eigentlich lasse ich am liebsten meine Arbeit sprechen und ich habe ja dadurch, dass ich selber vorher 10 Jahre als Journalistin gearbeitet habe, weiß ja oder habe das Gefühl zu wissen, was eben der anderen Seite, den Journalistinnen und Journalisten wichtig ist. Und ich weiß natürlich, wenn der MDR zum Beispiel anfragt und ein Interview möchte, dass ich das dann demjenigen, der angefragt ist, auch so erklären muss, dass da eben schriftliche Antworten nicht ausreichen, sondern dass er sich dann schon mal die Zeit nehmen muss, eine Viertelstunde, ja. Und dass er eben damit rechnen muss, dass da noch ein Kamerateam kommt und okay. Ja, dass die Situation einfach eine andere ist. Aber ja, es gibt natürlich einfach auch Anfragen, da müssen wir vertrösten. Mhm. Da gibt es vielleicht auch Zuständigkeiten, die gar nicht bei uns liegen. Dann müssen wir den Kollegen auch sagen, Mensch, es tut uns leid, für die und die Frage sind wir zuständig, aber erstens, fünftens und sechstens müsstest du bitte bei XY nochmal nachfragen oder so. Und ich weiß auch, dass es natürlich auch immer unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, ob die Antwort jetzt ausreichend war. Ja? Natürlich, aber ich denke schon, dass wir auch da an der Stelle wirklich eine sehr gute Arbeit leisten und dass die Journalisten grundsätzlich erstmal wissen, dass sie sich immer an uns wenden können, können uns eine Mail schreiben und wir gucken immer, dass wir dafür eine Lösung finden. Ich glaube, es sind viele Punkte angesprochen worden, die auch kleine Institutionen oder Vereine mit umsetzen können. Wir haben bei den Gästen immer so einen letzten Satz, nämlich so eine kleine Hausaufgabe, die wir den Gästen mitgeben. Wir haben so eine Beteiligungswand hier, die ist noch relativ leer und wir hoffen immer, dass die Gäste irgendwas haben, was sie mit Beteiligung verbinden und zukommen lassen können, dass das an die Wand kommt, damit wir eine große Folge haben, wo alle
ja, Zeichnungen, Sprüche, Zitate von mir bzw. noch einem Künstler auf dieser Wand verewigt werden. Vielleicht können Sie das mitnehmen, vielleicht fällt Ihnen was ein, was Sie unbedingt an dieser Wand haben wollen, was uns auch vielleicht hilft und vielleicht den Gästen, den Zuschauern. Ja, das wäre wünschenswert, wenn Sie mir das zukommen lassen würden. Ich hoffe, den Gästen hat es gefallen. Also für mich war das sehr angenehm. Ich habe wieder wie ein bisschen mehr gelernt. Ich finde es immer schön, wenn man Gäste hat, bei denen man was mitnehmen kann. Das ist auf alle Fälle heute gelungen. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gern. Ich hoffe, dass Sie nicht zu sehr geschwitzt haben. Das ist ja doch ein bisschen dolle warm. Ich freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank und ich hoffe, dass Sie noch einen schönen, angenehmen Abend heute haben. Vielen Dank.